Hallo zusammen. Letztens habe ich so ein bisschen in meiner Ausrüstung ein bisschen rumorganisiert und da ist mir aufgefallen, dass ich so ein paar Dinge habe, die ich extrem gern fürs Bushcraften verwende, die eigentlich jeder im Haushalt hat und die eigentlich nichts kosten. Also maximal 1-2 Euro, deswegen sage ich jetzt einfach mal nichts kosten, hier hat jeder im Haushalt und die wollte ich euch einfach mal kurz vorstellen. Womit geht's los? Ich mache das taktisch klug. Ich fange an mit dem Besteckhalter, der hier ist von Ikea, 1,80, 1,90 rum. Habe ich mir hier so ein bisschen Dinger rausgemacht, Obokocher. Benutze ich schon echt lange, hat einen Nachteil, dass er ein bisschen sperrig ist, aber wenn man hier was reinsteckt, geht es eigentlich. Aber so einfach wunderbar, tipptopp. Der nächste Gegenstand. Sind stinknormale, ja, ist diese feine Stahlwolle. Die ist eigentlich ganz gut geeignet, wenn man mal unterwegs ist und echt mal irgendwie was Hartnäckiges Angebranntes hat. Wobei, da muss ich ehrlich sagen, verwende ich eigentlich auch ganz gerne einfach Erde oder Moos zum Reinigen. Braucht man nicht unbedingt, aber eignet sich hervorragend, um eure Herzallerliebste oder euren Herzallerliebsten zu beeindrucken mit euren tollen Bushcraft-Skills. Und zwar, wenn ihr jetzt noch eine 9-Volt-Batterie hernimmt, ja, das ist eine beliebte Feuermethode. Also sobald ich hier die Batterie mit der Wolle zusammengebe, fängt die an zu glühen. Also da könnt ihr echt jemanden beeindrucken. Wow, heiß. Extrem heiß. Feuer. Deswegen die Reihenfolge. So, ihr habt gesehen. Geht extrem schnell an. Geht gleich los. Deswegen auch wichtig, dass ihr es nicht zusammenlagert. Ganz klar, wenn ihr sowas in der Tasche habt, mit einem EDC-Kit am besten noch, die Stahlwolle zusammen mit einer Batterie, vielleicht fürs Mikrofon oder für eine Lampe oder irgendwas. Schlechte Idee. Also, darauf wollte ich auch noch mal kurz hinweisen. Also, wo wir jetzt gerade beim Thema Zunder sind. Ich habe jetzt eigentlich 3 Zunderarten, die man so aus dem Haushalt hernehmen kann. Eigentlich 4. Die eine habt ihr gerade gesehen. Stahlwolle. Fein, ganz wichtig, die feine. Als nächstes gibt es hier diese grobe Jute-Schnur, Paketschnur. Die ist echt auch richtig gut. Brennt gut. Glüht vor allem auch schön, wenn sie mal glüht, glüht die ewig weiter und ja, man kann damit auch echt einfach einen schönen Zunder machen. Also wenn man mal nichts Trockenes findet, einfach so eine Schnur nehmen, auffransen und dann fängt ihn in Funken und fängt an zu brennen. Also Jute-Schnur habt ihr bestimmt im Haushalt irgendwo rumfliegen, wenn nicht, kostet 1-2 Euro. Das nächste Zundermaterial. Wattepads. Die sind recht gut, finde ich. Ich finde, sie werden aber ein bisschen überschätzt in der Bushcraft-Szene.
So gut brennen die nämlich auch nicht, habe ich. Ist so mein, ja, mein Fazit. Wasser war echt geil ist, in Kombination mit Wachs. Also wenn ihr so diese Pads hier nehmt und euch von der Kerze einfach Wachs schmelzt oder einfach von mir aus auch drauf tropfen, das reicht normalerweise auch, dann habt ihr einen wasserdichten Zunder, der könnt ihr wirklich, den könnt ihr ins Wasser springen, rauskommen, komplett nass. Ihr nehmt das Teil, reißt es auseinander, macht möglichst viel Oberfläche draus, holt die frischen, trockenen Fasern von unten raus. Brennt wie Holle und ja, brennt auch recht ausdauernd, weil das natürlich mit Wachs getrennt ist und dann dadurch länger brennt. Zunder Wattepads. Finde ich echt geil. Und kostet nichts. Liegt irgendwo im Haushalt rum. Und, wenn wir es gerade davon hatten, Wachs. Ich nehme Kerzen sehr gerne her zum Bushcraften. Ob es jetzt ein Teelicht ist, ich habe mir jetzt immer so größere Kerzen, so Tafelkerzen geholt. Finde ich einfach bushcraftig. Also die sind echt gut geeignet, einfach mal abends auch im Zelt. Für ein paar, zwei Stunden richtig schönes, gemütliches Licht zu haben, hat noch ein bisschen wärmende Funktion. Und was vor allem auch noch ist, ihr könnt damit mal ein Feuer anmachen. Auch wenn richtig Schietwetter ist oder ihr habt einen Notfall, ihr
keine Ahnung, ihr habt euch verletzt, es regnet, es ist echt kalt, dann macht ihr so eine Kerze an und mit der Kerze könnt ihr echt fast alles zum Brennen bringen, wenn ihr dann einfach lang genug da Wachs drauf tropft und halt die Kerze dort reinhaltet, irgendwann brennt es. Ist echt ein super Survival-Zunder, wenn es mal, when the shit hits the fan. Also, Kerze. Top-Gegenstand, kann man auch ins Wasser schmeißen, ist auch wasserdichter Zunder einfach. Ich finde, Kerzen werden unterschätzt beim Buschkraften. Als nächstes, jeder von euch hat garantiert eine alte Jeanshose oder eine Baumwollhose, irgendein Baumwollstoff. Nicht wegschmeißen, behaltet sie, daraus kann man Charcloth machen. Ist in meinen Augen ein wunderbarer Zunder. Also alter Baumwollstoff, tipptopp. Und wie mache ich Charcloth? Nächster Outdoor-Gegenstand. Ich nehme eine Dose her. Jeder von euch hat garantiert irgendwo eine Dose rumfliegen, die man nicht mehr braucht. Ich habe jetzt hier eine gefunden. Die nehme ich jetzt, mache die voll mit Baumwollstoff, mache oben ein kleines Loch rein und dann schmeiße ich sie in den Hobo. Nämlich mein Charcloth nicht leer. Nächster Gegenstand, auf dem ich gerade gesessen bin, mega, mega multifunktional. Eine robuste 80, 100 Liter Mülltüte, so ein Müllsack. Die Dinger sind einfach der Hammer. Wirklich, die kann man hernehmen, die jetzt gerade zum Draufsetzen. Die kann man hernehmen, um sich einen Regenschutz zu bauen. Ihr macht oben ein Loch rein. Zwei Armlöcher, schon habt ihr einen Nässeschutz. Die kann man hernehmen, um sich zum Beispiel Laub zu sammeln, eine Unterlage zu bauen. Wenn man zwei Stück hat oder für den Oberkörper reicht es, ihr habt da ganz viel Blätter, ganz viel Tannenzweige, solche Sachen rein und macht das richtig schön dick und für den Oberkörper reicht es, da könnt ihr euch drauflegen. Das könnt ihr noch machen, ihr könnt das in den Rucksack packen. Bevor ihr irgendwas in den Rucksack tut, schmeißt ihr dieses Ding in den Rucksack unten rein und ladet den dann voll. Macht oben zu, kann regnen wie will, euer Rucksack, der Inhalt vom Rucksack bleibt trocken. Ihr könnt damit einen Fluss überqueren. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Könnt ihr mal schauen.
ihr packt einfach eure Klamotten, eure Ausrüstung da rein, schnürt das Ding zu und schwimmt nackig, wie ihr seid, wie Gott euch schuf, durchs Wasser. Eure Ausrüstung, eure Klamotten bleiben trocken. Ihr könnt damit Wasser sammeln, wenn ihr feuchtes Zeugs reintut, kondensiert das dann und tropft runter. Also es ist wirklich mega vielseitig und ihr könnt natürlich Müll reintun, klar. Und es passt einfach in die Hosentasche. Hammer, also top. Da ihr seht hier, es geht schon los, es zischt und raucht. Das ist das Zeichen, es chart sich einen ab. So, ich war hier gerade völlig am Schwärmen über den Müllbeutel, dann ist der Akku leer gegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich war, auf jeden Fall Müllbeutel ist der Hammer. Geiles Survival-Tool, geiles Bushcraft-Tool. Habe ich immer dabei, irgendwo in der kleinen Tasche im Rucksack, wiegt nichts. Mega vielseitig. Und ja, aber wichtig, nehmt die ordentlichen, nicht so diese dünnen gelben Säcke oder sowas, das ist nichts. Man braucht wirklich einen guten. Gut, so viel zum Müllbeutel. Ich liebe Müllbeutel. Gut, nächstes Ding geht auch Richtung Müllbeutel. Und zwar Rettungsdecke. Ich werde vielleicht demnächst mal ein Video machen, wo ich euch mal zeige, wie man mit einer Rettungsdecke ein richtig fettes Lager bauen kann. Nur mit einer Rettungsdecke. Womit ihr auch bei minus 10 Grad und ihr habt sonst nichts dabei, kein Schlafsack, seid leicht angezogen, die Nacht draußen gut überleben könnt und sogar ein bisschen schlafen könnt. Also Rettungsdecke, mega vielseitig, auch wenn man sich tatsächlich mal verletzt, wenn man jemand anders findet, der verletzt ist, ist auch ein behelfsmäßiges Tarp. Wenn ich das Video mal drehe, dann zeige ich euch das auch, wie das funktioniert. Und reflektiert Hitze, reflektiert Wärme vom Feuer zum Beispiel, ist einfach, wiegt nichts, passt in die Hosentasche. Nehmt das mit, das ist wichtig. So, hier geht's ab, mein Chartless Chart wie Sau. Rettungsdecke. Nächster Ausrüstungsgegenstand, den jeder wahrscheinlich zu Hause hat, also sowas hat man vielleicht auch mal in einem abgelaufenen Verbandkasten. Im Auto, also müssen wir nicht extra kaufen, falls doch Euro-Artikel. Das solltet ihr dabei haben, im Erste-Hilfe-Set. Alufolie hat jeder dabei, daheim. Ist auch einfach mega vielseitig. Ihr könnt euch, wenn ihr sie mehrfach nehmt, für einen Hobo- und Windschutz bauen zum Beispiel. Ihr könnt da drin Lebensmittel garen. Also ich habe zum Beispiel öfter mal, wenn ich Gemüse mitnehme, ich weiß, es ist nicht so gut für die Umwelt. Aber man kriegt es halt wunderbar auf Kohlen hin. Also wenn ich zum Beispiel Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln, Pilze, Möhren, die schön klein schnibbeln, in Alufolie wickeln, bisschen Salz drüber, bisschen Pfeffer drüber, bisschen Zucker drüber vor allem noch und das Ganze dann 2-3 Mal einrollen und aufs Feuer legen, auf die Glut. Und dann wirklich so eine halbe, dreiviertel Stunde da drauf lassen und dann immer mal drehen und so weiter und so fort. Wird bombastisch. Das ist wirklich hammergeil. Nachteil ist halt, das ist ja Müll. Ja. Gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen, der Aspekt. Aber hat man daheim, ist vielseitig und schadet auch nicht, wenn man es dabei hat. Weil manchmal braucht man es einfach. Dann ist es gut, wenn man es hat. So schaut's aus. Ich überlege gerade, was man noch mit Alufolie machen kann. Kann sie ein Shelter bauen? Nee, kann man nicht. Gut. Streichhölzer.
geil, weil wenn man sie wasserdicht lagert in seinem Gepäck, funktionieren die auch im tiefsten Winter. Und ich finde es einfach bushcraftig, ja, so mit dem Feuerzeug kann jeder, aber ja, im Streichholz kann auch jeder. Aber es ist einfach nochmal was anderes, finde ich, wenn man so sich dann schön im Lager in seinem Zelt mit einem Streichholz die Kerze anzündet. Das hat was einfach. Mag ich gern, nehme ich immer wieder gerne mit. Was hat man sonst noch im Haushalt? Ich habe jetzt mal hier vom MRE als Beispiel einen Plastiklöffel mitgenommen. Wenn jeder hat einen alten Löffel irgendwo daheim. Ich habe am Anfang ganz viel mit diesen MRE-Löffeln gearbeitet. Inzwischen finde ich die selbstgeschnitzten aus Holz viel schöner. Aber gerade für Anfänger, die noch nicht so viel Ausrüstung haben oder gar keine Ausrüstung, schaut mal ins Besteckfach, vielleicht liegt da irgendwo ein alter Löffel, zack, der Mutter klauen und ab damit. Löffel ich finde, mehr als einen Löffel braucht man nicht. Also ein Messer habe ich immer dabei und dann habe ich noch einen Löffel, fertig. Das ist mein Bushcraft Outdoor Besteck. Aber wichtig, ich finde, Löffel brauchst du einfach. So, wenn du mal eine Suppe machst oder irgendwas halt Löffel ist, dann brauchst du einen Löffel. Genau. Hier nochmal eine Dose von dieser Schoka-Cola, die finde ich geiler zum Zunder verwenden. Die hat auch so ein bisschen Style, weil die schon echt alt und oldschool ist. Mag ich gerne diese Schoka-Cola. Da habe ich meinen Zunder immer drin. Und jetzt, last but not least, alte Dose. Jeder hat eine alte Dose daheim oder geht ins Supermarkt, kauft euch eine Aludose, müssen nicht viele sein, aber eine. Und die könnt ihr dann richtig schön upcyclen. Dann, wenn ihr sie leer getrunken habt, euer Getränk genossen habt, dann könnt ihr daraus echt gute Alkoholkocher bauen. Und der Clou ist, ich hab's wirklich getestet, diese Dinger verbrauchen 25% weniger Sprit als der Trangia-Kocher. Ihr braucht nichts irgendwie für obendrauf. Also beim Trangia braucht man auch noch dieses Kreuz oder irgendwie diesen Windschutz, was auch immer. Hier füllt ihr Sprit rein, zündet an, wartet ein bisschen, bis er zieht, bis diese innere Verdampfung läuft. Und dann legt ihr einfach einen Topf oben drauf. Das heißt, ihr braucht nichts mehr. Ihr braucht nur dieses Teil. Wiegt 10 Gramm, 10 bis 12 Gramm. Hammergeil. Einfach mal, dauert 15 Minuten. Ich verlinke euch mal ein Video, ich habe das auch mal gemacht. Geil einfach, finde ich super. Und vor allem, man kann es, das ist schön, finde ich, weil es auch Upcycling ist. Ja? Also, sonst gibt man es in Pfand zurück, dann wird es wieder zusammengematscht. So habt ihr danach einen Spirituskocher. Apropos Spiritus, den habt ihr garantiert auch irgendwo noch zu Hause rumfliegen. So ein Scheibenreiniger oder sowas. Gibt es in vielen Haushalten. Genau, das waren meine Gegenstände. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Ja. Falls ihr noch irgendwelche Gegenstände habt und irgendeine Idee oder irgendwas, wo ihr denkt, hey, das passt hier voll gut dazu, fände ich es echt cool, wenn ihr mir einfach unten in die Kommentare schreiben könntet, weil ich finde das cool, mit euch so zu lernen, sich hier auszutauschen. Und wenn ihr geile Ideen habt, ich freue mich immer wieder riesig, was ich hier auf YouTube auch immer mitbekomme, was die Leute machen. Da kann man einfach unheimlich viel voneinander lernen. Und würde mich freuen, wenn ihr was habt, gebt mir Bescheid. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.